Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten verfickten Morgen, habe ich gesagt. Ist es denn so schwer? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie, Herr Nachbar? Hallo, Herr Nachbar, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe da was auf dem Herzen. Und zwar würde ich Sie bitten, bitte nicht mehr um 6 in der Früh Rasen zu mähen. Ich weiß, das Wetter ist herrlich und lädt gerade dazu ein, Rasen zu mähen um 6 in der Früh. Macht ja auch jeder normale Mensch. Aber ich würde Sie dann bitte meinen Kindern zuliebe bitten, am Sonntag wenigstens nicht um 6 in der Früh Rasen zu mähen. Reicht um 7? 7 ist super. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Können wir gerne machen. Kein Problem. Auf Wiedersehen, Herr Nachbar. Wiedersehen, danke. Schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Müller, antreten! Hallo Herr Nachbar, wie kann ich Ihnen helfen? Presse, wenn dir am Sonntag in der Früh um 6 Uhr nichts Besseres einfällt als Rasen zu mähen, dann ist es hier in Zukunft zappenduster, ja? Reicht um 7? Aber dafür nimmst du diesen Nagelknipser und weh, der quietscht! Ein Ton noch und es ist aus! Ist ja gut. Entschuldigen Sie, Sie haben mir da vorne an der Ampel gerade die Vorfahrt genommen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihnen keine Vorwürfe mache. Also bleiben Sie bitte ruhig. Es ist alles in Ordnung. Auf Wiedersehen. So, da habe ich dich nämlich. Du hast mir da vorne gerade die Vorfahrt genommen. Wenn ich heute nicht so gute Laune hätte, weil mir ein Hund einen Sack Babykätzchen nach Hause gebracht hat, dann würde ich dich direkt umbringen, du Penner! Entschuldigen Sie, ja, dürfte ich bitte vorbei? Ich habe nur 2 Sachen und ich habe es sehr eilig. Ja klar, gehen Sie schnell durch. Okay, vielen Dank. Bitte schön. Entschuldigen Sie, dürfte ich schnell vorbei? Ich habe auch nur 2 Sachen, ja? Und wenn du nur eine Sache hättest, du keine Beine. Wir haben mir heute scheißegal. Mir ist mir heute mein Sack Babykätzchen geklaut worden. Also ganz ehrlich, bleib da stehen, bis du verreckst. Ich stelle mich dann einfach hinten an. Ja, will ich hoffen. Nichts über Kaffee in der Früh. Ja, Kollege. Guten Morgen. Ach Leute, kommt. Ihr wisst doch, wer den letzten Kaffee nimmt, der soll doch bitte auch auffüllen. Ihr wisst ganz genau, dass ich ohne Morgenkaffee nicht AA machen kann. Ernsthaft, Leute, das müssen wir noch mal üben. Welches egomane, arschgefickte Riesenrindvieh hat sich hier schon wieder den letzten Kaffee genommen? Ihr wisst genau, dass ich ohne meinen Morgenkaffee nicht scheißen kann. Und dann kann ich den ganzen Tag nicht konzentriert arbeiten. Ihr wisst nicht, wie das ist. Herzlich willkommen auf der Endcast. Ja. Obwohl wir eigentlich im letzten Video und als Joyce zwischen den Zeilen angekündigt haben, dass wir jetzt ein neues Format starten, haben wir jetzt mit den alten Formaten, also Netto als Arschloch, Religionsvertreter, noch ein bisschen weitergemacht, weil wir dafür einfach noch so viele Ideen hatten. Und MMOs für blutige Anfänger ist doch ein bisschen aufwendiger, als wir ursprünglich angenommen haben. Deswegen wollten wir einfach erst die alten Ideen fertigstellen, bevor wir uns in ein komplett neues Projekt stürzen. Ja genau, und ich würde sagen, ihr kennt euch aus. Da unten ist ein Abo-Button, da könnt ihr gerne drauf bashen mit der Maus. Uns auch gerne in die Kommentare schreiben. Und hier links oder rechts von euch, weiß ich nicht, wo es der Franz hinschneidet, habt ihr unsere letzten beiden Videos, Werbung 1 und Werbung 2, auch nochmal angucken. Darf ich? Ja, alles, wie du darfst. Und auch in diesem Format? Moment, darf ich kurz unterbrechen? Ist der Daumen oben? Wird man euch loben? Jetzt darfst du. Abschalten.